Vielen Dank, Herr Mütze. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Frau Karl für die SPD. Bitte. Sehr groß. Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute die Plenarsitzung begonnen mit einer Bildungsdebatte und wir schließen die Debatte der Dringlichkeitsanträge mit einer Hausaufgabe für das Wirtschaftsministerium. Kollege Mütze hat den Entwurf, der ja nur in der Verbandsanhörung war, schon erschöpfend kritisiert. Es ist dem nichts hinzuzufügen. Und deshalb kann ich nur sagen, liebes Wirtschaftsministerium, nutzen Sie die Chance, die Sie jetzt haben beim Entwerfen eines wiederum neuen Entwurfs, dann doch ein gutes und ein nachhaltiges LEP auf den Weg zu bringen und diesen Entwurf dann zur Diskussion im Landtag vorzulegen. Der Dringlichkeitsantrag der SPD macht noch einmal deutlich, weil ich habe den Eindruck, dass dies vor allen Dingen im Wirtschaftsministerium in Vergessenheit geraten ist, wozu Landesplanung überhaupt da ist und was sie leisten kann und was sie leisten soll. Die SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen, steht für einen aktiven Staat, ein Staat, der den Gestaltungsanspruch auch annimmt und wahrnimmt. Es hat Bayern immer gut getan, wenn der Staat sich dieses Gestaltungsanspruches auch bedient hat, sei es in der Wirtschaft oder sei es in der Landesentwicklung. Die SPD forciert jetzt, die FDP forciert jetzt einen Nachtwächterstaat, der alles den Kräften des Marktes, den Einzelinteressen oder dem Zufall überlassen will. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist keine Option für eine gute Zukunft Bayerns. Und der gestaltende Staat, für den wir stehen, muss sich auch im Landesentwicklungsprogramm widerspiegeln. Es ist ein Staat, der nicht nur aktiv ist, der aktiv ist und nicht nur aktivierend. Ein Staat, der handelt und nicht nur moderiert. Ein Staat, der klare Zielvorgaben gibt und nicht nur die Probleme analysiert. Ein Staat, der den Überblick behält und das Ganze sieht und nicht nur Einzelinteressen und Einzelthemen. Und ein Staat, der Regeln setzt, der den Mut hat zu Entscheidungen und Prioritäten setzen. Und vor allen Dingen und ganz besonders ein Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger mitnimmt und diese nicht nur verwaltet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Landesentwicklungsprogramm ist erklärtermaßen eine Vision, wie Bayern sich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln soll. Und eine solche Vision ist nicht etwas, was man einfach mal auf ein leeres Blatt Papier schreibt, sondern es erfordert die Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger und aller gesellschaftlichen Akteure bei seiner Erstellung. Die Pflichtübung Verbandsanhörung reicht hier nicht. Alle vier Raumakademien haben ihre Hilfe angeboten bei der Organisation von Fachgesprächen, von Bürgerdialogen, um hier in einem demokratischen Diskurs eine dann wirklich vernünftige Vision Bayerns auf den Weg zu bringen. Nehmen Sie sich diese Zeit. Hier geht Qualität vor Schnelligkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die inhaltliche Richtschnur für das Landesentwicklungsprogramm bildet die Bayerische Verfassung und das Landesplanungsgesetz. Nun ist der Blick in die Bayerische Verfassung durchaus für Politiker immer hilfreich. Es gibt dort zum Beispiel den Artikel 3, der Bayern als Rechts-, Kultur- und Sozialstaat definiert. Wenn wir das ernst nehmen, dann muss das LEP Antworten geben, zum Beispiel darauf, wie kann ich soziale Standards in Zeiten demografischen Wandels erhalten in Qualität und Quantität. Und wenn wir den Kulturstaat ernst nehmen, dann muss ich auch im LEP Antworten geben, wie ich ein vielfältiges, hochqualitatives Kulturangebot in allen Landesteilen und nicht nur in München und Nürnberg organisiere, sicherstelle und auch den Zugang dorthin organisiere. Und dann gibt es den Artikel 141, auch ein sehr wichtiger Artikel für die Landesentwicklung.
Er schreibt nämlich, den Schutz, die Pflege und den Erhalt des Landschaftsbildes, der Kunst-, Geschichts- und Kulturdenkmäler ausdrücklich als Aufgabe den Staat und den Kommunen zu. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann man nicht abhandeln mit dem Verweis auf die UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten. Das Landesplanungsgesetz schreibt für das Landesentwicklungsprogramm vor, dass es die Grundzüge der räumlichen Ordnung und Entwicklung festlegt. Und zwar des Landes Bayern als Ganzes, aber auch seiner Teilräume, die alle sehr verschieden sind. Wir haben Städte, Gemeinden, wir haben Verdichtungsräume, wir haben sehr unterschiedliche ländliche Räume. Und das erfordert zum einen Abstimmung, es erfordert übergeordnete Vorgaben, damit dann eben die nachgeordnete Fachplanung dies auch umsetzen kann. Wenn ich ein Haus baue, dann baue ich auch erst den Rohbau und stelle dann die Möbel rein und nicht umgekehrt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Doppelsicherungsverbot stellt dieses Verhältnis von Fach- und Landesplanung auf den Kopf. Wir haben es deshalb auch heftig bekämpft bei der Erstellung des Landesplanungsgesetzes. Und warum? Weil unverbindliche Konzepte, wie sie der Freistaat zum Beispiel in so wichtigen Bereichen wie der Energiewende und dem Tourismus aufgestellt hat, eben kein Ersatz sind für eine ordentliche Planung, egal auf welcher Ebene ich diese Planung durchführe. Unverbindliche Konzepte bedeuten, dass ich Konflikte und Entscheidungsbedarfe nur verlagere auf eine untergeordnete Ebene. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Abschaffung des Staates durch sich selbst. Ein Landesentwicklungsprogramm, das seinen Namen verdient, stellt das Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger Bayerns über die Partikular- oder Lobbyinteressen Einzelner. Und das bedeutet unter anderem, dass es klare Aussagen geben muss, wie ich mit den drohenden Nutzungskonflikten in Räumen umzugehen habe. Einige Beispiele dafür: Biogas gegen Nahrungsmittelproduktion, Stromtrassen gegen Landschaftsschutz, Wasserschutz gegen Rohstoffsicherung. Wir haben viele Gespräche mit Regionalplanern geführt, und dort ist deutlich geworden, liebe Frau Staatssekretärin Hessel, dass Regionalplaner konkrete Zielvorgaben brauchen, denn sie müssen auf diesen aufbauend Regionalpläne, Flächennutzungspläne erstellen, die dann aber auch gerichtsfest sind. All das funktioniert nicht, wenn ich die wichtigsten Aussagen nur in Grundsätze packe. Grundsätze unterliegen immer dem Abwägungsvorbehalt. Sie schaffen keinerlei Rechtssicherheit. Danke. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn es klare Regeln gibt, wie man die daraus folgenden Raumnutzungskonflikte bewältigen kann. Und dies ist nicht die Aufgabe der Kommunen, sondern diese Vorgaben sind Aufgaben des Staates. Und deshalb fordern wir Sie noch einmal auf, nutzen Sie die Chance, die Sie jetzt haben, in den Wochen, bevor wieder ein Entwurf vorzulegen ist, schaffen Sie ein starkes, ein klares, ein nachhaltiges, aber auch ein demografiefestes und zukunftsfähiges Landesentwicklungsprogramm. Wir helfen gerne dabei. Den Anträgen von Grünen und Freien Wählern werden wir zustimmen. Herzlichen Dank.